Bezirksliga, Online-Radio Düren on Tour. Wir gehen heute in die Jülicher Kante, in die Jülicher Börde und zwar zum FC Germania Lichtsteinstraß. Kein Eisstockschießen, was schon bereits angekündigt wurde in den letzten Tagen in den Medien, sondern fußballtechnisch und zwar außerhalb von Steinstraß und zwar in Koslar aufgelaufen, auf dem Kunstrasen. 14. Spiel, Heimspiel gegen TV Konzen. Mehr zum Ausgang mit dem Trainer Michael Hermanns. Guten Abend. Hey Jochum, hallo, guten Herr Abend. Hermanns, das Verlegen war wahrscheinlich, sage ich mal, sinnvoll aufgrund der Witterung, aber das Eisstockschießen ist für den Trainer schon gebongt. Ja, ist gebongt, tatsächlich. Ist, ich glaube, am 9.12. und wir im Trainerteam haben dann eine Mannschaft und wollen dann natürlich gewinnen, ja. Ja, eine siegreiche Saison, 14 Spiele, Halbzeit würde man sagen, 36 Punkte vorweg, heißt also heute 3 Punkte mitgenommen von Koslar nach Steinstraß. Ja, wir haben heute zum Glück, oder was heißt zum Glück, wir haben heute 2-0 gewonnen, haben ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht gegen eine gut stehende, gut organisierte Mannschaft aus Konzen. Ich habe sie vorher nicht spielen sehen. Nach dem Spiel heute weiß man, warum sie gegen die ganzen Top-Teams gewonnen haben. Letzte Woche haben sie gegen Mariehof 1-0 gewonnen, haben Stolberg geärgert. Die ganzen großen Mannschaften, also großen, die ganzen Top-Teams der Liga, haben gegen Konzen Punkte gelassen und man hat heute gesehen, warum, ne? Weil sie einfach gut organisiert sind, gutes Umschaltspiel haben und man musste wirklich Geduld haben und die hatten wir heute, haben eine sehr, sehr reife Leistung gezeigt und ja, auch ich glaube am Ende auch irgendwo verdient 2-0 gewonnen. Ja, zur Halbzeit 0:0, Ihre Mannschaft auf Kunstrasen heute. Zu Hause haben Sie den Naturrasen. Ist das für Sie, sag ich mal, eine Umstellung in dem Sinne, dass man sich da vielleicht auch auf Trainingseinheiten erstmal konzentrieren muss mit dem Geläuf? Ja, wir können ja im Moment leider Gottes in Steinschaß nicht trainieren, weil die Plätze halt gesperrt sind. Wir haben ja nur einen Rasenplatz und entsprechend fallen die Trainingseinheiten ja seit Wochen anders aus. Also wir trainieren im Moment, wir sind ja froh, was wir da in den Bruch im Moment trainieren können. Da ist nur ein Aschenplatz. Das heißt nur, da ist ein Top-Aschenplatz, da können wir trainieren. Und ab und wann trainieren wir in Schophofen auf dem Kunstrasenplatz, was auch absolut top ist. Und der Verein versucht da alles, aber was soll man machen, ne? Wenn die Plätze in Jülich gesperrt sind, dann können wir halt nicht trainieren, dann können wir halt nicht auf dem Rasenplatz trainieren. Und dann Tja. suchen wir uns irgendwo immer die Ausweichmöglichkeiten und die waren dann diese Woche auch absolut top mit Bruch und Schophofen, absolut gut. Ja, gehen wir zurück zum Spiel. Halbzeit 0:0. Kann man als Trainer nicht so ganz zufrieden sein als Spitzenreiter in der Liga? Wie haben Sie denn reagiert, weil man das sieht, sag ich mal, in der zweiten Halbzeit ist die Mannschaft mit einem anderen Gesicht rausgekommen? Nee, eigentlich nicht. Also wir haben eigentlich auch die erste Halbzeit sehr, sehr ordentlich gespielt. Der Gegner stand sehr, sehr tief. Wie gesagt, waren total gut organisiert, Konzen. Und wir hätten erste Halbzeit hatten wir auch schon drei, vier wirklich super Möglichkeiten, die wir dann nicht gemacht haben, die wir vielleicht davor die Wochen immer gemacht haben. Jetzt haben wir die in dem Tag heute, haben wir sie in der ersten Halbzeit nicht gemacht, aber wir haben sehr, sehr wenig zugelassen. Waren immer total präsent. Ich fand eigentlich das Spiel heute auch in der ersten Halbzeit relativ reif und wir haben eine gute Passquote gehabt. Das war eigentlich immer gefährlich. Also nach vorne ging einiges. Das Einzige, was gefehlt hat, war eigentlich nur das Tor. Und wir wussten auch in der Halbzeit, wenn wir so weiterspielen, wenn wir die Geduld behalten, das war eigentlich heute irgendwo der Schlüssel, wenn wir Geduld haben, dass wir dann auch irgendwann das 1-0 machen. Und so war es dann auch. Ne? Also erste Halbzeit war ich alles andere als unzufrieden. Und wie gesagt, nee, wenig zugelassen, vorne Torschancen gehabt. Das Einzige, was gefehlt hat, war das Tor. Aber war völlig okay. Gegen Ja, eine gute Mannschaft auch einfach. der Schlüssel haben sie gedreht, in der zweiten Halbzeit nach 2 Minuten bereits. Da ist es endlich gefallen, ne? Ja, es war in einer Standardsituation, Freistoß aus dem Halbfeld. Und der kleinste Mann von uns, Burak Yaman, richtig guter Kopfball in die Laufrichtung vom Torwart. Ja, ein schönes Tor von Burak. Hat sich das auch verdient. Er arbeitet 90 Minuten wie ein Besessener gegen den Ball. Er ist immer fleißig mit dem Ball und habe mich total gefreut. Also wie gesagt, guter Freistoß, guter Kopfball, schönes Tor. Ja, schönes Tor, Erlösung, Erleichterung auf der Trainerbank vermutlich. Das Spiel war aber auch noch voll im Gange, ein super faires Spiel, nur insgesamt auf jeder Seite eine gelbe Karte. Also es zeichnet wirklich ein sehr gutes Spiel aus. Das zweite Tor fiel aber bereits
10 Minuten, 20 Minuten später, ne? Ja, kann gut sein, Ja, weiß ich jetzt gar nicht, 76. Minute, minutenmäßig. 76. Ja, Minute, genau. ja, genau. Ja, ist eine Marke des Tor des Monats, glaube ich. Marvin Büttner, Freistoß, halb rechte Position. Ich glaube, der Torwart hat so ein bisschen spekuliert, hat so ein bisschen mit einer Flanke gerechnet. Und Marvin knallt ihn halt gefühlt mit 800 Sachen in den Winkel. Tolles Tor, also super Tor. Und ja, waren zwei Standards. Ist halt dann irgendwo auch, muss man sagen, spricht auch irgendwo für den Gegner, was wir aus dem Spiel das Ding nicht gemacht haben. Spricht für uns und auch für den Gegner. Aber ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt dort total verdient. Also konnten nicht, ohne denen jetzt was Böses zu wollen, ich glaube, zweite Halbzeit keinen Torschuss gehabt. Wir hatten wirklich ein paar gute und glaube ich, auch wenn es jetzt zwei Standards waren, war das schon mehr als verdient. Ja, am Ende blieb es beim 2:0. Der Sieg war eingebucht und eine kurze Bilanz. Halbzeit in der Liga, 14 Spiele, ein Spiel sind sie zurück. 36 Punkte, drei Spiele unentschieden, 11 gewonnen, kein verloren. Wir sehen sie jetzt in ein, zwei Sätzen die Bilanz mehr als positiv, ne? Ja klar, die Bilanz ist super. Also wenn man diese Hinrunde jetzt sieht, inklusive Pokalwettbewerb, haben wir wirklich eine tolle Saison gespielt, eine tolle Hinrunde gespielt. War so nicht wirklich zu erwarten. Also wir haben auch ein schlimmes Jahr, also eine schlimme Rückrunde hinter uns, wo wir oft dran geschnuppert haben, oft gut gespielt haben, oft toll viele Dinge auch richtig gemacht haben, aber dann irgendwo hinten raus dann verloren haben. Ich spreche auch sehr, sehr oft in den Interviews auch von Spielglück. Das haben wir da nicht gehabt. Und im Moment, also ich muss sagen, in der Hinrunde, jetzt hatten wir auch oft das Spielglück. Gerade in den Derbys, wo wir dann auch in der 90. nochmal gestochen haben, wo wir dann in der 90. das Spiel gemacht haben und ein Tor noch gemacht haben. Nicht, weil es unverdient war, aber was wir einfach dann das Spielglück hatten. Und das war jetzt in der Hinrunde einfach so, ne? Wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Ottweiler, in Ottweiler. Erster Rückrundenspieltag. Aber die Hinrunde war sensationell jetzt, das muss man schon sagen. Ne? Die Trainingsbeteiligung war top, die Jungs haben alle super mitgezogen und hat man ja heute gesehen, ich glaube, wir hatten wieder 8 Leute auf der Bank. Ja, das ist schon echt spitze, muss man wirklich sagen, ja. Michael Hermanns zum Spiel und zur Analyse nach der Halbzeit, nach 14 Spielen in der Liga. Eindeutig die positive Seite geht weiter. Das Eisstockschießen mit dem Trainerteam. Wir verfolgen das und sind gespannt und danke für das Gespräch. Vielen Dank, schönen Abend. Gleichfalls, danke, bis dann.